Ja, hallo zu Inside Politics und Outside. Dieser Mann ist Outside Politics. Hintergrund ist, ich glaube, ich werde da noch einen Blooper dazu einspielen oder mal nachreichen. Mhm. Wir sind heute bei der Buchhandlung Moser und der Hintergrund zu diesem Gespräch ist, du hast heute hier eine Buchpräsentation zum Thema Sei Pilot deines Lebens. Jawohl. Das ist das neue Buch von Dr. Matthias Strolz, jetzt muss ich dich auch mal namentlich erwähnen. Und Matthias Strolz ist sowas wie der Peter Filzmeier von Inside Politics, auch wenn du Outside Politics bist, weil du bist der Gast, der am meisten bei uns in der Sendung war. Echt, Also ich glaube, das ist jetzt mein fünftes... mich geehrt. Danke. Ja. Mein viertes Video-Interview und mein fünftes insgesamt mit dir. Okay. Ja, wir haben früh begonnen, ne? Wir haben 2013. 13. Also ungefähr zeitgleich. Fast jährlich einmal, habe ich das Gefühl. Erwischen wir uns, ja. So mehr oder weniger. Mhm. Also seit 2016, ich habe nachgeschaut, im Archiv hatten wir dann nichts mehr und sozusagen, das ist heute das Nachholinterview für den Putin-Besuch von 2018. Also du siehst, ich konzentriere mich sehr viel vergisst und nie. Ich bemühe mich auch nicht Claudia zu Schüssel vergisst nie. Auf Freud verwirrt war gesagt, ich habe Elefanten. Okay. Ja, schauen wir mal. Wie geht's dir und wer ist Matthias Strolz nach 2018? Es geht mir gut. Also halt meistens, jeden Tag kann es da nicht gut gehen, aber meistens sehr gut. Ich habe mich tatsächlich neu erfunden, da hat es ein paar Monate ein bisschen gerieben und gerumpelt. Und bin jetzt mehr oder minder angekommen. Also ein paar Dinge dürfen noch klarer werden, aber ich nenne mich Portfoliounternehmer. Hat damit zu tun, dass ich 3 Portfolios habe. Mhm. Ich sage, ich bin ein Gärtner des Lebens, kultiviere soziale Felder. Also ich habe 3 Portfoliofelder. Nämlich erstes ist der Autor mit dem neuen Buch jetzt. Bin ich unterwegs durch Österreich, Deutschland. Autor, Publizist, TV-Schaffender. Da mache ich auch für ORF Puls 4. Sendungen, die kommen ab Herbst. Mhm. Zweites Portfoliofeld ist systemisch integraler Organisationsentwickler und Leadership-Begleiter, was heißt das auf Deutsch? Also so irgendwie Berater für Veränderungsprozesse und Coach. Und das dritte Portfoliofeld ist Ehrenamt. Also ein Drittel meiner Arbeitszeit ist dem Ehrenamt gewidmet. Das ist immer eine bisschen Abwehrschlacht, weil jeden Tag Wünsche kommen und Anliegen und das ist mir auch wichtig, aber ich habe irgendwo es begrenzen müssen, damit auch ein Knödel einer kommt. Ja. Damit das Ehrenamt nicht hauptberuflich wird. Was machst du da ehrenamtlich? Na, querbeet. Wir sind immer noch dran, eine Achtsamkeitsinitiative fürs Parlament zu schrauben, das ich bei meinem Abgang versprochen habe. Genau, ja. Da kooperiere ich mit der Initiative Achtsam aus Österreich. Das können Bildungsinitiativen sein, die ich besuche oder in der Lehrerfortbildung punktuell ehrenamtlich tätig oder Schulklassen. Das kann der Liveball punktuell sein, das Klimavolksbegehren punktuell, das kann das Europäische Forum Alpbach sein, humanitäre Vereine, querbeet, Social Startups. Aber du wirst nicht der nächste Liveball-Host. Nein, da gibt es hoffentlich Berufenere. Ja. Dazwischen hast du, bevor du das Buch jetzt geschrieben hast, auch eine CD veröffentlicht. Mhm. Ja, eigentlich der Razzelli. Ja. Ich war Rohstoff, sage ich mal, der Künstler war er. Ja. Ich habe auch was gezeichnet einmal. Ich weiß nicht, ob du Kerbal Space Program kennst. Das ist ein Computerspiel, wo man kleine grüne Männchen auf den Mond schießen kann. Echt? Oder du hast mir aufgeschossen? Oder? Nein, das gerade nicht. Aber es war so, dass bei Reddit Austria, das war letztes Jahr ein bisschen so der Gag, hat Ebert wirklich gedacht, das ist echt, und hat gemeint, wer das Mod geschrieben hat, hat aber wirklich viel Zeit investiert. Cool. Ist aber nur eine Fotomontage. Okay. Ihr habt es eingeblendet jetzt gesehen. Wie geht es dir sozusagen auch ein bisschen als Kunstfigur? Naja, ab und zu fühle ich mich als Künstler tatsächlich. Ne? Ich habe ja zuerst im Wohnzimmer gearbeitet, in einer Ecke.
dann hat mich meine Frau rausgekaut so auf die Art, die ganze Welt ist bei uns im Wohnzimmer. Und ich habe gesagt, hey, ich habe mich gerade abgenabelt von der politischen Welt. Ja, aber sie hat natürlich wie so oft recht gehabt, dass das zu viel Ablenkung war, zu viel auch emotionaler Ballast im Wohnzimmer. Dann bin ich zu ihr ins Atelier gezogen, ein Haus weiter. Mhm. Sie ist Künstlerin. Jetzt zahle ich monatlich Miete an meine Frau. Ist ja auch okay. Oder? Ist in Ordnung. Und als ich geschrieben habe, ja, und sie gemalt hat im Atelier, waren wir wie ein Künstler-Ehepaar, also wie ein Rosamunde Pilcher-Künstler-Ehepaar. Das war eine sehr schöne Zeit. Jetzt bin ich wieder mehr unterwegs, aber ich habe schon ab und zu das Gefühl, ich bin so wie ein bisschen wie André Heller fühlt sich's an, ein bisschen so Universalkünstler. Ja. Also ich mache halt so Schwerpunktprojekte, die herausragen. Ich bin ja in diesem zweiten Portfoliofeld systemische Begleitung, auch zum Beispiel strategischer Begleiter für die Mega-Bildungsstiftung. Mhm. Das ist von der großartigen W&C Holding, die Mutter von Semperit, Amag, Lenzing und der Berndorf-Gruppe, die haben da 5,5 Millionen gestiftet und im Dezember kommen wir mit der ersten Ausschreibung für innovative Projekte im Bereich Chancenfairness, also Flügelheben. Ah, da habe ich riesige Freude, dass ich da weiterarbeiten kann. Und dann bin ich dort auch eingestiegen, zuerst als Strategieberater, jetzt auch als mit einem kleinen Eigentümershare bei Story.One. Das ist eine Plattform, die wir zur führenden Storybrand der Welt machen wollen. Wir wollen die Anzahl der lebenden Autorinnen, Autoren, Buchautoren verdoppeln auf dem Planeten in den nächsten 10 Jahren. Es gibt nämlich nur 1 Million lebende Autorinnen, Autoren. Es gibt Milliarden von Lesern. Ja. Und dieses Verhältnis ist quasi technisch induziert. Mhm. Jetzt sind wir bei einem Technologiesprung. Wir können die Hürden fällen. Natürlich. Ja. Und das ist ein echter Gamechanger. Hoffentlich hochinternational, vielleicht global. Vielleicht gelingt es uns. Also große Pläne, schon wieder. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Hamburger Startup, wenn ich richtig bin. Nein, ein Salzburger. Und wir sind jetzt aber in Hamburg, aufgenommen in den New Media Accelerator in Hamburg. Also es ist ein Beschleunigungsprogramm für Medienprojekte. Also so ein Startup-Hub. Genau, und dort sind wir als eines von 8 Projekten europaweit aufgenommen. Einer von uns, Martin Blank, ehemaliger Gründungsgeschäftsführer von Puls 4, dann auch Servus TV-Geschäftsführer, der ist im Moment in Hamburg als junger Unternehmer. Also, wir sind alle nicht mehr ganz so jung. Wir sind eigentlich Impact-Entrepreneure, sagen wir. Also wir wollen eine Wirkung erzielen. Also nach deutscher Definition, du bist jung, will unter 60. Ach so? Ja. Halleluja. Das habe ich letztens auch witzig gefunden. Okay, ja. Ja, also wie gesagt, du bist jung, will unter 60, genauso wie ich. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, ich auch. Ja, definitiv. Du warst in Indien. Mhm. Was hast du dort gemacht? Na, das Buch startet in Indien. Ja, okay. Tatsächlich. Also diese High Five der persönlichen Entfaltung. Das ist das Modell, das dem sei Pilot deines Lebens Pate steht. Ein 5-schichtiges Modell, wie wir Menschen uns neu erfinden. Das folgt nämlich einer gewissen Grammatik mit dem Problem, dass wir diese Grammatik nie gelernt haben. Also es gibt kein Schulfach Lebensführung. Wir lernen Deutschgrammatik, aber nicht für Lebensführung. Und da habe ich quasi ein Modell geschraubt, das die Grammatik der Neuerfindung oder der Neufindung beschreibt. Das habe ich tatsächlich aus den Reisfeldern Indiens geschöpft. Ich habe Ayurveda gemacht dort. Okay. Ich habe so einen Rückenweh gehabt und meine Frau und ich waren der Meinung, ich gehöre noch einmal raus, so einen richtigen Schnitt von allen Banden hier, damit ich besser loslassen kann von der Politik. Und dann haben wir lange überlegt, soll ich so Vipassana Yoga machen, das ist so Hardcore Achtsamkeits-Yoga, 8 Stunden am Tag. Und meine Frau hat gesagt, ja, muss wieder was Extremes sein, oder? Und ich sagte, ja, hast eh recht. Und ich hätte es auch körperlich nicht ausgehalten. Dann habe ich gesagt, mache ich Yoga. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na, mache ich Ayurveda mit Yoga. Aber das war ziemlich tough. Also morgens um 5 die ersten Behandlungen mitunter haben sie die rausgeholt aus dem Bett. Und dann ist losgegangen mit Körpergüssen und mit Massagen und Kräuter, Wasserkotzen und was ich was alles. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Hast du auch schon gemacht? Na, das gerade nicht, aber ich habe immer sehr gerne intensiv chanten, weil ich ja aktiver Buddhist bin. Aha. Wow. Ja, also sogar gar keine Schule. Also chanten, singen. Chanten, ja. Nam Yoho Rengekyo. Und wenn du das mal so 1-2 Stunden in Folge machst, dann, das war gerade die Regie,
dann glaubst du wirklich, dass du in einer anderen Sphäre gehst. Also, oder auch bist. Ja, ja. Also wie heißt sie? Tina Turner, die ist auch aktiv. Und die hat das mal, glaube ich, beim, wie heißt der, Larry King, ja. Gemacht. Da hat sie wirklich dann rezitieren begonnen aus den Sutren des Lotus Sutra, eins von den letzten von Siddhartha. Also heute wird es sehr tiefsinnig, sehr spirituell. Richtig, aber korrekterweise durchgespannt und Nam-myoho Renge-kyo. Ich widme mich dem mystischen Gesetz des Lotus Sutra. Lotus Sutra. Klingt wie Kama-Sutra, ist es verwandt? Ja, ich glaube schon. Schon. Ja. So? So. Zwei Stunden, manche drei, vier. Dann kriegst du einen Tennisarm. Ja. Manche sagen, es ist locker besser. Es gibt wieder andere, die sagen, man soll es relativ aber man richtet sich automatisch auf, gell? Das ist gut. Sich, ja. Ja, und vor allem ist es wichtig, dass eben die Spannung vom Bauch her kommt, logischerweise. Weil dort ja natürlich der ganze voluminöse Raum. Okay, ich habe mittlerweile einen Buddha-Bauch, das ist eine andere Geschichte. Aber das kommt halt von innen heraus und das heißt halt wirklich Nam-myoho Renge-kyo. Ich widme mich dem mystischen Gesetz des Lotus Sutra und da kann ich dann wiederum sagen, ich widme mich auch sozusagen jetzt meiner Aufgabe. Okay. Ich muss zum Beispiel meine Kinder großziehen, ich muss dafür sorgen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, ich muss dafür sorgen, dass ich mein Studium abschließe, die Krebsbesieg, was auch immer. Also da gibt es schon verschiedene Ziele. Ich habe das immer so gehabt, ich habe einen Gohonzon, das ist quasi das Spiegelbild deiner selbst, das ist das Lotus Sutra eingeschrieben auf einer Schriftrolle und der ist in einem Butsudan, was wiederum eine Art Altar darstellt und zu dem habe ich jeden Tag eigentlich gebetet. Wo ist das her alles? Aus Japan. Du warst dort oder ich hast du einen, dort, einen Meister hier? Oder? Ich habe einen Meister hier, ja, in Österreich. Spannend. Schöne Grüße aus dem katholischen Österreich oder Steiermark. Steiermark, aus der katholischen Steiermark. Ja, ich war Ministrat, also so weit habe ich es geschafft. Haben wir was gemeinsam. Ja. 10 Jahre, ich habe die goldene Gebetsnadel. Wir haben noch was anderes gemeinsam, wir beide sind Posthornfreunde. Posthornfreunde, ich komme aus dem Tal der Post, Klostertal. Ja, ja. Na, du warst ja auch bei der Post. Ja. Ich war Briefträger im Gebirge. Ja. Bist du deppert? Ich habe die ersten 2 Jahre mit dem Fahrrad gemacht, mit dem Rennrad, 12-Gang-Rad, dieses geschwungene Lenkstange nach oben, das war damals so, das war so cool, ne? Das kaum bremsen können, aber es hat cool ausgeschaut. Hinten habe ich eine Obstkiste gehabt, da ist die Post reingekommen. Ja. Und dann kamen diese elenden Quellekataloge immer. Und wenn du mehr als 12 Quellekataloge in deiner Postkiste hast, Obstkiste hast, hast du nichts mehr anders Platz und das Fahrrad fällt da immer um. Ja. Dann habe ich ein Moped dann irgendwann bekommen. Am Schluss habe ich Auto gehabt. Okay. Aber du, ich war botschenfit, gell? Eine Weile lang war ich in Klösterle. Bin mit dem Fahrrad von Wald am Arlberg nach Klösterle gefahren in der Früh und dann im Gebirge nach Austragen. Da bist du schon fit. Ich wollte gerade sagen, bist du dann auch immer wieder zu den Zustellstationen zurück? Ja, auch zurück noch. Dreimal habe ich zurück müssen. Ja, Da kann man dann auch schon was erzählen. Ja. Stramme Wadeln. Ja. Ich habe, du hast ja selber gesagt, du fährst eventuell halt mit dem Bus zurück. Ja. Matzlensdorfer Platz ist ja ein Ausstieg, der zweite ist am Westbahnhof. Ja. Und wenn du beim Matzlensdorfer Platz durchfährst, die Reinbrechtsdorfer Straße, genau dieser... Postgebäude dort? Nein, was ist dort? Nein, dort ist meine ehemalige Region, wo ich Postgebäude habe. Da warst du. Bist du in Wien? Ja, habe ich auch einmal. Hast du gewohnt einmal? Insgesamt, also ich bin jetzt 34. Aha. Ja, ich habe mein Alter verraten, aber ja, bin jetzt... Junger Bub. Ja, danke. Ja. Könnte mein Kind sein. Geht sich, glaube ich... Knapp nicht aus. Knapp nicht aus. War noch nicht geschlechtsfähig zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber nein, ich habe tatsächlich mal von 95 bis 2005 habe ich in Wien gelebt und als Kind bis zur Volksschule habe ich in Wien gelebt. Mhm. Aha, interessant. Habe ich nicht gewusst. Ich hätte dich als Steirer verortet. Danke fürs Kompliment. Wiener sind auch Menschen. Hey. Ich sage immer, ich bin der Schlechteste aus beiden Welten. Okay. Ja. So, dann kommen wir mal zu ein paar Fragen, weil die Simone, eine Freundin von mir, hat mir ein paar aufgeschrieben. Okay. Wie geht's dir beim Entzug? Also mit der Politik. Kommt am Anfang was, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ganz gut. Also ich bin sehr, sehr rund.
tatsächlich, Ibiza war kurz Irritation. Mhm. Da habe ich ein paar Wochen gebraucht, bis ich mich wieder so in Stimmigkeit geartet hatte. Aber du warst gerade nicht auf Ibiza oder so? Nein, hatte ich nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Und, aber es ruht in großer Stimmigkeit diese Entscheidung. Und ich habe große stille Vaterfreuden, wenn ich sehe, wie kraftvoll das meine Nachfolgerin und das ganze Team und die ganze Bewegung machen. Da braucht es mir nicht mehr. Also es war wichtig, dass ich da war als Gründer und jetzt können es andere genauso gut auf ihre Art und Weise. Mhm. Da habe ich aber auch immer wieder mal gehört, du wärst quasi auch gegangen, weil es gewisse Unstimmigkeiten gegeben hat, respektive du eigentlich ja immer etwas Höheres im Blick hattest, sprich Ministeramt oder eben Regierungsbeteiligung. Nein, das also, wenn es um einen Minister gegangen wäre, erstens gab es zweimal das Angebot, wenn es nur um die Visitenkarte Minister gegangen wäre, hätte ich anders gehandelt. Mhm. Da hatte ich von zwei verschiedenen Kanzlern Angebote spätere oder frühere Kanzler. Auch jetzt, wenn es um einen Minister ginge, würde ich auch jetzt anders handeln. Dann würde ich mich ins Spiel bringen als Minister. Ich habe aber die Hände voll mit anderen Verantwortungen jetzt und habe das auch nicht geplant nach den Wahlen oder so. Ja, sondern was heißt Unstimmigkeiten? Das, in einer Partei hast du immer Komplikationen. Hey, ja? Ja. Eine Partei ohne interne Komplikationen ist eine tote Partei. Die ist mausetot. Aber das waren nicht die Gründe, sondern der Hauptgrund war, es gibt zwei Hauptgründe, habe ich schon oft erzählt. Der erste: Ich war nach fast 7 Jahren zum ersten Mal gut ersetzbar und habe im Augenwinkel die Beate Meinl-Reisinger reifen gesehen und habe gewusst, die kann das jetzt. Die hat Kraft, das ist eine Löwin. Wenn ich länger bleibe, 1, 2, 3 Jahre, wäre ich schon noch zahnfrisch gewesen, aber dann irgendwann wäre ich in die Gründerfalle gewachsen. Mhm. Und hätte quasi so viel Schattenwurf gehabt als Gründer, dass darunter viel Leben verreckt. Ja? Und das Zweite ist, dass, und das sehe ich noch viel klarer jetzt, dass die Familie mich nach 7 Jahren in ganz intensivem Investment in diese sachliche Leidenschaft Politik mich mehr braucht jetzt. Und es hätte uns tatsächlich, da bin ich mir sicher, jetzt ein Jahr Abstand, es hätte uns als Familie aus der Kurve getragen, wenn ich diese Entscheidung nicht gefällt hätte. Und das Schöne, und dafür bin ich unendlich dankbar, ist, dass das zusammengefallen ist. Die Familie hat quasi so lange durchgehalten, bis ich gut ersetzbar war. Und ich glaube auch, dass das irgendwo unterbewusst wahrscheinlich die Systeme auch sich so einteilen, die Kraft und Energie. Das sind die zwei Hauptgründe und dann gibt es 30 Nebengründe wahrscheinlich, ja, die zu weit führen. Aber du hast gerade Zerwürfnis mit dem Herrn Haselsteiner oder sonst in der Partei gehabt? Nein, der Hans-Peter Haselsteiner ist ja, wenn man sich erinnert, am Abend meiner Pressekonferenz sogar in der ZIP 2 am runden Tisch gesessen, mit sehr wohlwollenden Worten. Und ich bin sehr dankbar dem Hans-Peter Haselsteiner für seine Unterstützung über all die Jahre. Natürlich waren wir in sachlichen Themen nicht immer einer Meinung. Er hat auch nie eine inhaltliche Bedingung gestellt für seine Unterstützung, die hätte ich auch nicht akzeptiert. Mhm. Er war ein wichtiger Partner und Sponsor und getragen von seiner Leidenschaft. Man muss verstehen, der Hans-Peter Haselsteiner ist ein Mann, der gewohnt ist, dass er die Dinge erreicht, die er erreichen will. Und er hat aber, er sagt durchaus mit seinem Mitschuld, einmal eine liberale Partei aus dem Parlament mit hinausgetragen, das lief. Und das ist quasi für ihn gar nicht einfach zu akzeptieren. Ne? Ja, verstehe schon. Und deswegen unterstützt er alles, was in diese Richtung geht, weil er einfach ein liberaler Aficionado ist. Und das finde also, ist ein schlechtes Gewissen, kann auch eine 6-stellige Summe sein. Ja, jetzt sagen wir mal so, das ist natürlich für uns ordentlich viel Geld gewesen. Wir haben aber auch tausende andere Spenderinnen und Spender gehabt. Die erste halbe Million, die wir gesammelt haben damals, war zum Beispiel lang vor Haselsteiner, weil wir hatten ja mit den Liberalen gar nichts am Hut am Anfang. Ja, natürlich. Also, und dann ist er zum Glück hier auf der Bildfläche erschienen, gemeinsam mit dem Liv als Partner. Und das war ein Glücksfall und einer von 100 anderen, die ermöglicht haben, dass es NEOS so weit bringen. Und das schnellstwachsende Politgründung der Zweiten Republik sind jenseits der drei Lagerparteien, die es früher schon gab. Ja. Ich verstehe. Ja, welche Herausforderungen siehst du eigentlich momentan so
politisch und vor allem in Vorarlberg? Ja, Vorarlberg bin ich schon lange weg. Ich wohne ja in Wien seit 20 Jahren, aber bin Vorarlberg eng verbunden. Ich bin Vorarlberger und ich bin Wiener. Ich bin beides von meinem Herzen her, von meinen Erfahrungen her. In Vorarlberg sind Landtagswahlen jetzt im Herbst. Da wünsche ich natürlich einer besonderen Partei alles Gute. Ja, das ist Home-Turf, also das ist Heimspiel hoffentlich. Vielleicht sogar eine Regierungsbeteiligung, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, sie wären soweit von der Reife. Aber muss nicht sein, es braucht auch kraftvolle Opposition. Aber vor allem habe ich da nichts mehr mitzuspucken. Ich bin einfaches Mitglied mit all der Loyalität, die ein Gründer hoffentlich sein Leben lang auch einbringt. Aber ich bin nicht mehr eingebunden in die Strategien etc. Österreich ist in einer Übergangsphase. Zweite Republik ist tot. Mausetot, lebt an manchen Ecken noch, aber im Großen und Ganzen ist sie tot und das, was ihr folgt, ist noch nicht ganz klar. Das heißt, wir werden, ich glaube nicht, dass die nächste Regierung stabil sein wird. Ich glaube, wir werden zügig wieder wählen, nicht sofort, aber ich glaube, wir sind in einer Übergangsphase, wo Österreich einfach instabil ist, muss man so sehen. Und so ist es. Das glaubst du nicht? Oder? Na, doch, doch. Ich habe erst vor kurzem mit einem FPÖ-Insider gesprochen und er gemeint, in 6 Monaten 4 Verteidigungsminister zu haben, hat nichts mehr mit italienischen Verhältnissen zu tun, sondern das sind österreichische Verhältnisse. Ja, ist völlig ungewohnt für uns und es wird so weitergehen. Also Ibiza ist nur ein... Das ist nur eine Erscheinung im Rahmen des größeren Phänomens, dass wir eben uns als Land, als Republik mit einer neuen Machtmechanik neu erfinden müssen. Das heißt, was wünschst du dir sozusagen von der Politik? Ich habe zum 100-Jährigen da von der Zeit, von der deutschen Zeit, das Essay geschrieben zum 100-Jährigen der Republik Österreich und ich wünsche mir dort eine vierte Republik, die quasi eine Normalisierung, die dritte überspringen wir im heiderschen Sinne, das glaube ich auch, vielleicht ist es ein bisschen der Wunsch, der Vater des Gedanken, aber ist eine, sage ich, politische Eileiterschwangerschaft, sie ist angelegt, kommt aber nicht ins Leben. Und Ibiza war irgendwie nach meinem Essay für die Zeit, also aber das wäre es genau gewesen, also insofern ist es unterwegs. Eine normale westliche Demokratie mit dem sogenannten politischen Pendelschlag, also dass nicht immer dieselben am Ruder sind, sondern dass eben einmal Opposition, einmal Regierungsverantwortung sich abwechseln und dass wahrscheinlich sowas wie 4 bis 6 mittelgroße Parteien sich etablieren in Österreich. Eine ist immer gerade marot, eine ist immer gerade high-performing und das könnte die Zukunft sein und das wäre eine hochattraktive Zukunft für Österreich. Ein bisschen unaufgeregt, aber hochattraktiv. Und dann habe ich noch einige Schreckensszenarien, die will ich nicht auswälzen. Na gut, es ist bekannt. Ich wünsche mir eigentlich... Was wünschst du dir? Ich wünsche mir eine neue Monarchie, eigentlich ein zweites Mitteleuropa, aber das ist eine andere Geschichte. Mit dir als Kaiser, ne? Nein, ehrlicherweise nicht. Aber Claudio der Erste. Na, schön wäre es, aber in Triest habe ich mehrere tausend Leute gleichzeitig Italien raus auf Deutsch rufen gehört. Also, echt, ja, oder? Ist kein Scherz. Ja. Also, aber es das will ist, ja, dort, ne? Ja, das ist wilde Zeiten dort. Mhm. Na gut, abschließend, weil ich schon gehört habe, wir sollen uns bitte beeilen. Ja. Die letzte Frage, die ich an dich habe, ist, es ist ein paar Jahre her, du bist gerade zu den Neos in Wien zu einer Veranstaltung gefahren und bist direkt von Vorarlberg damals raus zurückgefahren. Ich glaube, damals ging es deinem Vater sehr schlecht. Ah ja. Und das war, glaube ich, das letzte Mal, wo du ihn auch gesehen hast. Ja. Und du bist dann... wir sind dann gemeinsam raus, du bist ins Taxi und bist dann nach Hause, weil du gesagt hast, du willst heute nach Hause fahren. Ja. War November 2015. Das war November 2015, genau. Wie gehst du eigentlich damit um? Ich weiß, deine Frau hat auch ihren Vater verloren, du hast deinen Vater verloren. Wie sind sozusagen diese emotionalen Ereignisse für dich einschneidend gewesen und wie hast du dafür gesorgt, dass du dich zusammenreißen kannst? Oder damit umgehen kannst? Ja, umgehen. Naja, ich habe mich schon früh mit dem Tod irgendwie beschäftigt, weil ich mit 9
das erste Sterbeerlebnis hatte, unmittelbar neben mir. Also ich habe damals mein Zimmer mit dem Taufpaten meiner Mutter geteilt, bei dem sie mir einzogen. Der hatte keine Kinder und der hat mir ein bisschen adoptiert. Und es war eine sehr schönes Miteinander von diesem alten Mann und mir. Und der hatte dann einen Hirnschlag und ich bin auch in diesen Nächten, wo es Richtung Tod ging, neben ihm gewesen und habe das sehr normal erlebt und integriert in mein Leben. Und ich habe jetzt gerade abgedreht für den ORF eine Doku-Einsendung, Der Tod als der beste Coach des Lebens. Ich hätte gedacht, was ist mit Ihnen? Ich hätte gedacht, was ist mit Ihnen, wird ein neues Leben? Nein, nein. Der Tod, ein schwieriges Thema für 20.15 Uhr. Eine Gratwanderung. Ich fahre mit einem Leichenwagen durch Österreich, biete sogenannte Memento Mori Coachings an. Die Leute können bei mir in den Sarg Probe liegen. Sie können Coachings machen. Spannend. Ich war auf dem Grab meines Vaters mit meiner Mutter in Vorarlberg. Ich war auf dem Grab meines Schwiegervaters und im Krematorium daneben in Salzburg. Ich habe in Alpbach und in Salzburg und in Wien Coachings gemacht mit Leuten, auf das Leben geschaut im Angesicht des Todes. Ich glaube, die größte Integrationsleistung, die wir erbringen können als Menschen, ist, den Tod ins Leben zu integrieren. Das haben ganz viele Kulturen und Religionen auch als fixen Teil ihrer Weisheit entwickelt. Haben wir ein bisschen verloren. Der Tod hat einen ganz schlechten Platz in unserer Gesellschaft. Und ich will da einen kleinen Beitrag leisten, dass wir ihm die Türen aufmachen. Wir sind alle vergängliche Wesen. Ja. Und die Sterbeforschung hat einen klaren Blick darauf, welche Fragen uns am Schluss des Lebens beschäftigen. Zum Beispiel, hast du genügend Liebe bekommen, genügend Liebe gegeben? Oder hast du dein Lied des Lebens gesungen, authentisch gelebt? Und ich bin der Meinung, diese großen Fragen, die am Ende des Lebens vor uns stehen, die können wir eigentlich vorziehen und unterwegs schon beantworten. Und dann haben wir ein zufriedeneres Leben. Davon bin ich überzeugt. Mehr 8 Tage vor Allerheiligen auf ORF 1, Doc 1. Okay, das war die Werbung. Das war die Werbeschaltung. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank auch bei der Buchhandlung Moser, dass wir hier drehen durften. Danke. Dir wünsche ich viel Glück für die Buchpräsentation, für Dankeschön. Deinen weiteren Werdegang. Ja. Und ich glaube mal, so viel sei gesagt, wir sehen uns sicher nicht das letzte Mal. Wir sehen uns sicher wieder. Und adios. Und das Schokolade. Ist natürlich im Sinne der Vergänglichkeit für dich und deine Kinder. Ich habe gehört, du hast 4 Frauen zu versorgen. 4 Frauen und eine Katze. Ja. Super. Lieben Dank. Bitte, bitte. Kleine Wegzehrung. Genau, ja. Also Scotch Whisky, wenn es jemand genau wissen will. So, in dem Sinne, alles Liebe. Adios. Ciao. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!